Also ich habe oft erlebt, die Frage, ob das nicht einfach nur irgendwelche Eisenbahn-Nerds studieren. ja, ich glaube, den Vorurteil gibt es schon, dass wir irgendwie ein komischer Haufen sind. Ich glaube, das habe ich gestern noch mit meiner Freundin die Frage durchgequatscht und sie hat gesagt, seit ich das studiere, könne sie nicht mehr mit mir Auto fahren, ohne dass an jeder Ampel oder Baustelle man sagt, oh, da könnte man aber ein Projekt draus machen, das könnte man aber besser machen. Ich glaube, das ist so ein Vorurteil, den man generell an so Verkehrsleute hat. Ja, den man aber dann auch bestätigt, dass mein Freund beschwert sich auch immer so, ja, ich weiß, dass du weißt, was das für ein Straßenbelag Ja. ist. Oh ja. Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich durch gute Informationen vorher, dass ich dann gedacht habe, okay, Verkehr, das klingt schon mal nach dem, was ich machen möchte. Und Wirtschaftsingenieur, das hatte ich schon mal vorher studiert, das hat mir sowieso schon gelegen eigentlich. Und dementsprechend dann über die Uni Wuppertal gestolpert und gedacht, genau das mache ich jetzt, weil das dann schon irgendwie das Interessante war, was ich dann auch machen wollte. Ja, bei mir war es sehr viel willkürlicher. Ich habe einfach nach dem Abi bin ich nach Düsseldorf gezogen und habe geguckt, was man hier in der Nähe so studieren kann. Und war erst für Anglistik oder so eingeschrieben und bin dann irgendwie im Nachrückverfahren hier in das VWing reingekommen und habe dann aus einer spontanen Bauchentscheidung entschieden, dass das auf jeden Fall besser zu mir passt und bin dabei geblieben. Also ich konnte eben durch das Studium an der Hochschule Niederrhein irgendwie schon Schwerpunkt Maschinenbau zum Beispiel und Elektrotechnik ausschließen, weil mir das eben nicht lag. Und dann habe ich mich eben umgeschaut nach anderen Studiengängen, die aber auch in die ähnliche Richtung gingen. Ja, und dann durch Studienberatung und Internetrecherche oder so bin ich dann tatsächlich über Uni Wuppertal gestolpert mit Verkehrsingenieurwesen, weil das gibt es sonst, glaube ich, nur in Dresden noch. Ja. Und da kommt man natürlich nur über ganz große Umwege eigentlich hin. Und dann war ich auf einmal hier. Dann hat mir das zugesagt und das ging dann auch relativ schnell. Dann habe ich auch sofort entschieden, hier möchte ich hin, habe dann gearbeitet und hier mich hier eingeschrieben. Das ging dann flott. Boah, gewusst, wie viel Arbeit das doch ist, sich in so ein Studium reinzudenken und welcher Arbeitsaufwand da auch hintersteckt. Ja, gekonnt. Vielleicht besser recherchieren Ja. und sich besser auf bestimmte Sachen konzentrieren. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ich hätte tatsächlich schon gerne gewusst, wie man überhaupt lernt, weil in der Schule ist man irgendwie einfach so durchgerutscht. Zumindest war das bei mir so. Und das musste ich mir dann erstmal selber beibringen. Das hat auch ein paar Semester gedauert. Ja. Also bei mir kam das mit der Zeit eigentlich, dass man ja, irgendwann macht das eben Klick und dann ist man auch da und weiß, wo man hin möchte und wie der Hase läuft. Und auch ganz wichtig, auch Kommilitonen zu haben, die dann eventuell auch schon einen Schritt weiter sind. Mir hat das mit der Ja, Fachschaft gut geholfen, dass da dann bei mir Leute auch sind, die dir schon sagen damals. können, Ja. hey, wenn du das so und so machst, ist das schon ein bisschen einfacher. Kann man Ja. sich dran halten. Ich bin damals auch ziemlich schnell in die Fachschaft und dann waren da sehr viele, die am Ende von ihrem Bachelor schon waren. Die haben mir auch immer wieder Mut gemacht, weil sonst weiß ich nicht, ob ich es durchgehalten hätte, ehrlich gesagt. Bin am Anfang auch viel durchgerasselt, weil ich, wie gesagt, einfach nicht wusste, wie ich das alles angehen soll. Und dann auch einfach mit Lerngruppen. Also wir haben uns dann irgendwie zusammengefunden und zusammen irgendwie so eine Art Disziplin erarbeitet, weil das braucht man schon. Bei uns gibt es das, glaube ich, so Naja, nicht. Also ich fand so das nicht. immer, dass das alles sehr gut, also einen großen Zusammenhalt gab, auch in den, wir sind ja einfach nicht so viele, wir fangen mit 70, 80 Leuten an. Bei mir waren es, glaube ich, 100. Ich war aus diesem Doppeljahrgang. Und auch die, mit denen man nicht viel zu tun hatte, man hat sich trotzdem, wenn es drauf ankam, irgendwie unterstützt. Das war eigentlich immer ganz schön. Und ich glaube, das ist auch immer noch so. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Denk ich auch. Also ich glaube, also als ich an die Uni gekommen bin, habe ich auch gedacht, oh, das wird bestimmt so ein Einzelkampf. Aber gerade jetzt in unserem Studiengang, wo wirklich wenig Leute auch sind und nur der Campus relativ klein und Ja. familiär ist, ist das eigentlich gar nicht so. Man wird sofort eigentlich aufgefangen und
ich weiß nicht, das war relativ schnell irgendwie wieder abgehakt, dass man denkt, man müsste alleine durchs Studium kommen, weil das eben nicht so ist. Die Fächer sind ja auch immer in viele Gruppenarbeiten, die dann gemacht werden müssen. So kommt man auch immer mit Leuten wieder ins Gespräch. Das ist in dem Sinne eigentlich ganz angenehm. So viel getrunken. Ja, es gab viel Bier. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es einfach aufregend war, die ganzen neuen Leute kennenzulernen. Und auch, dass man tatsächlich mit all diesen neuen Leuten, die man dann jetzt erst seit einer Stunde kannte, irgendwie auch direkt immer eine Art Gesprächsthema gefunden hat. Und tatsächlich habe ich auch lange dann genau mit diesen Leuten, die ich da kennengelernt habe in der ersten Woche, all meine Projekte im Bachelor gemacht und es hatte sich direkt so geformt. Ja. Ja, im Grunde genommen, was du gesagt hast, ne, ziemlich klein, familiär. Das, ich finde, wir sind gut aufgestellt, was Hörsäle angeht. Auf jeden Fall. Ein bisschen wenig Lernräume haben wir, aber ansonsten... Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Gebäude. Also wir haben ja seit, ich weiß gar nicht, zwei Jahren? Ja, zwei, drei Jahre. Ist das neue Gebäude eröffnet, da ist ein großer Hörsaal drin, da ist eine schöne neue Mensa drin. Das macht einiges aus. Mir hat immer Spaß gemacht, die ganzen Praxisprojekte. Unter anderem auch wirklich jetzt im Master hatten wir ein Entwurfsplanungsprojekt, wo wir wirklich dann auch einen ganzen Straßenabschnitt neu geplant haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ein anderes Mastermodul, da ging es um Flughäfen. Das ist leider relativ unterrepräsentiert im Bachelor und es gibt nur ein Modul im Master. Das hat dementsprechend auch sehr viel Spaß gemacht. Sonst im Bachelor und auch im Master gibt es dann ja Module zur Straßenbau. Die machen Spaß, weil man einfach lernt, wie dann da gebaut wird, auch unter anderem. Und Stadtplanung auch so in Hinsicht auf Nachhaltigkeit fand ich immer sehr spannend. Ja, ist rein informativ, aber man kann eigentlich tatsächlich, glaube ich, wie du gerade gesagt hast, so unsere Lehrstühle in dem Sinne als auch durchgehen. Wenn wir Individualverkehr haben, wir das dann auch mit Fahrrädern, Fußgängern, aber auch Autos. Güterverkehr haben wir das dann auch mit Bahnsystemen dabei. Straßenbau haben wir ja Umwelt und Verkehr, das wäre dann auch Stadtplanung und Radverkehrsplanung nochmal spezieller. Was haben wir noch? Ah, öffentlicher Verkehr haben wir auch noch. Das sind eigentlich so die Top 5. Genau. Also ob das einem Spaß macht, auch alles, aber man kriegt auf jeden Fall in alles irgendwie einen Einblick. Über der Verkehrsingenieurteil auch, der auch die meisten begeistert, glaube ich, bei uns. Auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch Wirtschaftswissenschaften, das ist wahrscheinlich auch noch ein Top, aber... Ich glaube, der ist für die meisten Verkehrswirtschaftsingenieure dann doch irgendwie eher so ein Gesicht. Ja. Obwohl ich Statistik mochte. Das muss ich leider zugeben. Ich habe tatsächlich schon mal nachgeguckt, jetzt gestern. Es war tatsächlich irgendeine mündliche Prüfung, aber da war irgendwie klar, dass man besteht. Aber die Prüfung, wo tatsächlich dieses Gefühl, geil, ich habe bestanden, das war auf jeden Fall Mathe 1. Weil das war so die erste Prüfung, wo man wochenlang gelernt hat. Und dann, also ich habe es im ersten Versuch bestanden und war sehr, sehr, sehr happy. Ich habe noch keine Prüfung bestanden. Aber das war auch schon ziemlich cool, weil man... Ich hatte ja schon durch das Studium vorher schon mal eine Klausur bestanden, aber hier war dann der Aufwand für so eine Klausur schon ziemlich, ziemlich hart und die zu bestehen war schon irgendwie top. Also, das motiviert ungemein, wenn man eine Klausur besteht. So im Normalbetrieb der Uni hatten wir eigentlich die ersten Semester immer von montags bis donnerstags nur Uni. Das war dann aber auch relativ vollgepackt. Musste auch meistens einmal am Tag zwischen Campus Grifflenberg und Haspel auch wechseln. Manchmal noch Freudenberg. Manchmal noch Freudenberg, genau. Man steht montags auf, trinkt viel Kaffee, dann ist Donnerstag und dann, ich bin dann freitags immer noch in die Heimat zu meinen Eltern gefahren, habe dann da Sport als Handballtrainer gemacht und sonntags dann wieder her und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Bei mir war es im Bachelor so, also dass ich ja quasi hier in der Nähe gewohnt habe,
und viele Freunde von mir auch da gewohnt haben. Und dann haben wir donnerstags immer schon das Wochenende eingeleitet. Da sind hier ja auch immer die Vivi-Partys gewesen. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Genau, und irgendwann dann später im Bachelor habe ich so geguckt, dass ich dreimal in der Woche zur Uni gehe und zweimal arbeiten. Konnte man sich das ja irgendwann so ein bisschen selber legen, aber am Anfang auf jeden Fall nicht. Da gibt es einen festen Stundenplan. Und an den hält man sich eigentlich auch. Ja, also bei mir, ich habe auch am Anfang nicht gearbeitet und dann irgendwann mir was gesucht, was auch irgendwie mit dem Studium zu tun hat. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Das hat einfach nochmal so einen Boost gegeben, wofür man das denn jetzt hier eigentlich studiert und dass man auch Lust darauf hat, weil das Studium ist dann doch irgendwann was trocken. Und wenn man dann gleichzeitig auch noch sieht, dass Leute, die das fertig studiert haben, irgendwelche coolen Jobs haben, das hilft enorm. Ich gucke halt, da ich jetzt am Ende vom Master bin, nach Stellenausschreibungen ja schon mal ab und zu. Oder zum Beispiel bei der Firma, bei der ich gerade bin, die haben mich alle gefragt, warum tust du dir das an? Bleib doch einfach hier. Ich wollte es aber für mich auch machen, weil, keine Ahnung, wenn man mal im öffentlichen Dienst landet, dann wird man ja einfach nach Abschluss zum Beispiel eingestuft. Das kann man auch bedenken, wenn es einem einfach um so Dinge geht. Das habe ich halt auch mit bedacht. Aber viele Stellen, die es da draußen gibt, die sind für Bachelor oder Master oder sogar nur für Bachelor. Also da gibt es schon einiges. Sofern es geht, einfach da zu sein, mitzumachen, auch mal über den Tellerrand hinausgucken, vielleicht mal ein Modul mehr belegen, einfach um die ganzen Zusammenhänge auch zu verstehen, weil das macht es auf jeden Fall auch einen Großteil aus, finde ich. Ja. Und man darf sich ruhig trauen zu fragen, sei es andere Studenten, Fachschaft, Professoren, alles Menschen, die genauso irgendwie wissen, dass man da gerade ein bisschen hilflos ist und deswegen. Auf jeden Fall. Wir und auch die Profs sind eigentlich sehr nette Menschen, auch wenn manche da irgendwie ein bisschen Angst vor haben. Ja. Aber man kriegt eigentlich immer eine Antwort, die einen weiterbringt und das erleichtert alles, denke ich.